Was haben Stuttgart, Wolfsburg und Gladbach gemeinsam? Richtig, sie spielen alle unerwartet eine Rolle im Abstiegskampf. Stuttgart fällt von Platz 9 im Vorjahr auf Platz 17 in der aktuellen Saison. Die Verkäufe von González, Kobel, aber auch der Abgang von Castro wurden nicht richtig kompensiert. Aber auch die Verletzungen von Kalajdzic und Szilas, die letzte Saison auf 38 Torbeteiligungen gekommen sind, schmerzt extrem. Aktueller Top-Torschütze ist Mavropanos mit gerade mal 4 Treffern. Bei Gladbach sieht die Situation ähnlich aus. Stindl, Player, Thuram, magere 5 Tore kommen durch sie zusammen. Sie unterliegen, genau wie der Rest der Mannschaft, riesigen Leistungsschwankungen. Die gab es auch schon in der Vorsaison, fallen jetzt allerdings deutlich extremer aus. Im Vergleich zur letzten Saison musste man bereits 6 Gegentore mehr hinnehmen und konnte 11 weniger schießen. Der Fall von Platz 4 im Vorjahr auf Platz 15 in der aktuellen Saison ging extrem schnell für Wolfsburg. Mit Kofeld hat man bereits den zweiten Trainer diese Saison und auch hier sieht es aktuell nicht wirklich nach Erfolgsgeschichte aus. Weder Van Bommel noch er schaffen es, die Offensive der Wölfe wiederzubeleben. Man hat nicht mal ein Drittel der Tore von der vergangenen Saison geschossen. Wollt ihr mehr zum Abstiegskampf in der Bundesliga? Dann solltet ihr liken, teilen, abonnieren nicht vergessen.